Auf, Leute, aufs Partyboot. Was geht ab? Es ist Party angesagt. Das reimt sich eigentlich nicht. Ja, ich laufe jetzt aber. Ich schäme mich auch im Dreck um meinen Gesuchtheitsstatus, ne? Irgendwie. Aber schäme ich mich ja wirklich gerade im Dreck drum. Ist aber. Ich habe hier auch keine Informationen über die Kirche bekommen. Ich habe mir auch schon lange keine Informationen mehr angeschaut, so mit Tab. Was ich eigentlich machen wollte am Anfang des Spiels, aber irgendwie haben es dann doch gelassen, ne? Schade. Gibt's viel zu lernen, auf jeden Fall. Also so macht Lernen Spaß. Naja. Manchmal. Also doch, ein bisschen, das kann man schon lernen. Über das Italien aus dem 15. Jahrhundert. Ein, zwei Sachen sind immer gut zu wissen. Wenn man es weiß. So. Gehen wir da hin. Schnellreisestation. Oh je. Oh ja. Diese neuen Minen machen sehr erschwinglich. Ich freue mich ja schon auf Revelations irgendwie, obwohl es vom Gameplay her nicht ganz so gut war, war es von der Story her doch ziemlich cool eigentlich. Ja, vom Gameplay mit dem Haken hat auch viel Spaß gemacht eigentlich. So. Jetzt gehen wir erstmal fett shoppen, Leute. Jetzt gehen wir richtig dick shoppen. Das kann ich euch versprechen. Jetzt haben wir ordentlich Kohle in der Villa. Und ordentlich Kohle auf der Hand. Und dann gehen wir jetzt dick einkaufen. Uiuiuiui. Ein Brotherhood können wir wenigstens hier drin reiten. In Städten reiten. Das war wohl auch eine ihrer größten Innovationen, die sie machen konnten, ne? In Revelations gibt es gar nicht so viel. So viele Reitmöglichkeiten insgesamt, ne? Oh, das hat mich jetzt 100 gekostet. Das tut dem Geldbeutel weh. Aber ist jetzt morgen oder ich weiß nicht, wo Süden ist hier. Oder Westen. Wie? Oder im Osten. Irgendwo geht ja die Sonne aus. Jetzt haben wir bald alle Himmelsrichtungen durch. Ich kann mir eh nichts mehr kaufen. Ich gebe mir die Kohle einfach. 82.000. Jetzt gehen wir erstmal dick einkaufen. Jetzt rüsten wir erstmal. Erstmal rüsten wir uns jetzt dick aus hier. Kaufen alles. Ah, was wir zuerst machen. Habe ich ganz vergessen. Ah, die Codex-Seiten sind noch nicht entschlüsselt, ne? Ah, shit. Ah, ist mir aber kackegal. Ich habe jetzt erstmal Altarierrüstung. So. Immer schön an der Wand entlang. An der Wand hochlaufen. Macht ja nichts. So, enge Kurven können wir auch noch zum Laufen. So, ich denke mal, die zwei wollen gesetzt werden. Noch bevor wir überhaupt die beste. Ich glaube, wir haben noch nie mal die beste Rüstung komplett gekauft. Und wir holen uns jetzt noch mehr. So, dankeschön. Alter Ehre, mach auf. Gib mir deine Rüstung. Wir haben nicht geschafft, die Siedler aufzumachen, als ob sie einfach nicht die Alter Kraft ihr, ich danke getan. Euch für dieses große Geschenk. Bin leise. Möge es mich vor meinen Feinden beschützen. Hübsche Rüstung, Alter, und ein ordentlicher Schub an Gesundheitsquadraten. Ja, kann man so nennen, ne? Gesundheit, ein ordentlicher Schub an Gesundheitsquadraten haben wir auch gerade bekommen. So, was mache ich jetzt eigentlich mit dem ganzen... Ah, was ich noch nicht habe... Das machen wir. Sehen wir, wie gut ihr kämpfen könnt. Das machen wir. So, Bewegung. Das kostet ja nichts. Aber da gibt's ja... Ne? Spezialaktion. Das muss ich erst kaufen, ne? Lange und zweihändige Waffen. Pistole? Ach so, die gibt's nicht. So. Das 10.000. Gönnen wir uns mal. Dankeschön, jetzt muss ich wahrscheinlich das Training trotzdem noch durchmachen. Ja, ich muss erfassen, ha? Hui! Das möchte ich nochmal sehen. Und. Au! Woo! Exzellent! Okay. Noch einmal und das war's. Aha.
Ja. Oh, kann ich kontern? Habt ihr Angst? Okay. Achso, ich muss noch einmal machen. Oh, sorry. Jui. Gut gemacht, Ezio. Einmal in die Hüfte getreten. Dankeschön. Das war's schon. Nö. Ah ja. Ich drücke gerade nichts. Ich kann auch gar nichts machen. Aber ich will ein anderes Tutorial, bitte. Ich muss das Rennen nicht unbedingt fortsetzen. Spezialaktionen. Zweihändige Waffen. Akzeptationieren. Ziel erfassen und. Spezialangriff. Wetterangriff. Go. Einmal noch jetzt hier. Wow. Heavy. Händige Waffen sind nicht. Oh, das ist toll. Kannst du mal aufhören? So. Perfetto. Zack, er ist unbewaffnet. Oh. Mann, jetzt sollte ich ihn gerade umbringen. Nee, aber danke, dass ich das jetzt darf. So, das hat mich jetzt schon ordentlich was gekostet, freies Kämpfen. Das wollte ich nicht. Ja, ja. Dafür wieder weg. Wie komme ich hier wieder raus? Training beenden. Nee. Tab. Nee. Das habe ich schon mal, ne? Hab mich schon mal gefragt, wie ich das Training beenden kann. Aha. Wie kann ich das Training beenden? Nee. Scheiße. Ich glaube, ich muss ihn besiegen, dann kann ich es beenden. Zack, zack. Ich muss ihn einfach nur besiegen. Hab, hab. Zack, zack, zack. Geschickt. Ah ja, ich muss ihn einfach nur besiegen. Habe ich leider nicht mehr gewusst. Dankeschön. Nein. So, jetzt reicht's dann aber auch mal wieder. Warum bin ich überhaupt ein freies Training? Ihr seid hier immer willkommen, Ezio. Kommt jederzeit. Und das wieder. Ist Nacht. Ich bin jetzt Altair, ich habe Altairs Rüstung. Kennt jetzt niemand mehr was. Holen wir so erst noch ein paar Beutelchen, oder? Gönnen wir uns. Ist immer gut. Haben wir schon. Gut, jetzt haben wir alles. Dann brauchen wir sonst nichts mehr. Kleider färben. Klingt bei Altairs Rüstung eh nichts. Dann gehen wir schnell zum Arzt und stocken unsere Vorräte auf. Zwei brauche ich nicht. Ja. Yeah. Gift. Können wir auch schon 10 mitnehmen. Damit können wir auch was anfangen. Medizin, Gift. Immer gut. Dann. Nee, das ist ein Beutel. Da wollte ich eigentlich nicht. Zum Schmied, ein Glied wie vom Schmied. Munition machen wir erst. Dann jetzt 25 Wurfmesser mitnehmen. Das muss. Für eine Zeit reichen und wir haben dann immer noch 3 Rauchbomben. Das finde ich immer noch ein bisschen wenig. Aber es sind ja auch mega OP. So, Waffen. Krummsäbel. Das. 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 Okay. Shit. Das ist das Beste und ich habe nicht genügend Geld. Wenn mir nicht mehr leisten. 42.000, Alter. Wow. Da habe ich schon. Ich hab gelehrte Ochsenzungen und gekehrte. Besser? Ja, schon mal, das ist sicher auch geil. Das ist sicher auch geil. Ja, jetzt. Legen wir hier mal zu. So. Wenn wir uns noch sind, kann man nichts. Beehrt mich bald wieder. Ja, für. So, jetzt holen wir uns erst nochmal die Dings, die beste Waffe. Ah, ich hätte mir gleich Altairs Schwert. Ja, scheiß drauf. Ich werde es auch so irgendwie packen, meine Gegner zu besiegen. Ach, Rüstung habe ich gar nicht geschaut, ob ich schon alles habe, ne? So. +2, +2, +2, Mailänder.
3 Shinova. Unterschied, was? Ich hab ja das mega schlechte Schwert, ne? Jetzt gönnen wir uns mal. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein paar Säbel. Nö, die bringen nichts. Da fehlt aber noch was. Was hier hinkommt, weiß ich noch nicht. Hier kommen die kurzen Waffen hin. Dann holen wir uns die gekerbte Optenzunge. Ja. So. Und, ja, sonst. Beutel haben wir genug. Hups. Haben wir ordentlich alles voll gemacht. Medizin, hier Wurfmesser. Easy going. Dann können wir uns jetzt allen Gefahren stellen, die auf uns warten. Hier in der dunklen Nacht. Könnt ihr auch so eine fette Waffe mitnehmen, ne, mal? Das wäre auch geil. So, jetzt haben wir noch 5, jetzt haben wir ordentlich 82.000 haben wir jetzt ausgegeben. Ja, kann man machen, oder? Würde ich sagen, kann man machen. Der hat's, der hat's. Und wir wollen ja so viel wie möglich hier in diesem Spiel schaffen, bevor wir es durchgespielt haben. Denn ich habe ehrlich gesagt... So, ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ja. Also ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust... Später dann, also nach dem Spiel wahrscheinlich auch alle Federn jetzt vorerst mal machen. Volle und Venedig, weil ich will das einfach nicht nachhaben. Wenn ich das Spiel durch habe, will ich einfach nicht mehr spielen. Also, dann fange ich halt mit dem nächsten Let's Play an und bis dahin sollte eigentlich alles durch sein. So zumindest der Plan. Hallo, Palace. Ach, jetzt habe ich es nicht gelesen. Was wollte ich eigentlich? So. Wir düsen erstmal hier hin.